I think of Ursula as a sculptor, that a sculptor's dealing with negative space, or they're dealing with trying to find the sculpture within a block of something. I feel like I've known her my whole life, but that can't be. Sie ernährt sich von Noten. Das muss jetzt auch richtig passen. Ich kann nicht irgendwelche Noten. Die müssen harmonisch passen. Das dauert so lange. Also man kann jeden Tag zu Ursula kommen und sie öffnet die Tür, lässt einen gar nicht reinkommen und sagt, es geht gar nicht und ich kann nie wieder und ich muss alles zerreißen. Das Komponieren ist für sie ein Kampf. Ich lebe im 20., 21. Jahrhundert. Ich kann nicht wie Brahms so lernen, wie ich den habe. Ich kann so nicht komponieren. Zwölfte Musik gibt's gar nicht. Das ist ein Missverständnis. Hat's nie gegeben. Ich ignoriere diese Frage eigentlich. Ich programmiere einfach zeitgenössische Musik bei mir. Und am Anfang, weiß ich, hat mein Publikum ein bisschen, wurde es ein bisschen nervös. Her music has the intellectual intensity and originality of the music of the greatest composers. And it's very economical. There is never an extra note. There's never a note that you say, oh, she's just filling in, she's passing the time. It's music where everything in the piece counts. Sie hatte ja keinen Schulabschluss, also keinen amerikanischen Schulabschluss. Der Zugang zu jedem College, zu jeder Universität erforderte eine besondere Prüfung. Now it wouldn't be an issue. But I'm sure it was a big issue at that time, because it would have been very unusual to have a student in their 20s or 30s who was with 18-year-olds. I can't imagine in a way of what it was like for her to be in the classroom. Also wenn ich manchmal hier auf der Straße gehe, dann ist mir das immer noch ein ganz merkwürdiges Gefühl, wo ich dann denke, wieso bist du denn hier? Wir waren doch schon ausgewandert. Warum bin ich denn hier zurück? Das ist eigentlich eine leider sehr typische Biografie von den Glücklichen, die noch haben fliehen können.